Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe heute einen weiteren Anfängerguide für euch am Start. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr das Gehege hinter mir bauen könnt. Wenn du Bock auf noch mehr Anfängerguides hast, dann kannst du auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn es gibt schon einige Videos dazu auf meinem Kanal und es werden noch mehr dazu kommen. Aber fangen wir mit dem Video an. Und ich habe immer wieder eine Kiste vorbereitet mit den Sachen, die wir brauchen. Und auf jeden Fall brauchen wir eben auch eine Fläche, auf der wir bauen können. Die habe ich schon mal vorbereitet. Und ich zeige euch mal eben in der Kiste, was wir heute so alles brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Steinpfeiler, Holzfundamente, Steingeländer, Holzgeländer, Zaunfundamente aus Holz, eine Holzleiter, Holzpfeiler, Holzrampen, ein Futtertrog, ein kleines Steintor und das zugehörige verstärkte Dino-Tor dazu. Ganz wichtig, die Materialien bzw. das Dino-Gehege kann natürlich in der Größe variieren und deshalb werde ich euch jetzt nicht reinschreiben, wie viel Material ihr braucht bzw. deswegen werde ich euch jetzt in die Beschreibung nicht reinschreiben, wie viel Material ihr braucht, weil ihr das einfach persönlich anpassen könnt nach euren Bedürfnissen. Wir fangen auf jeden Fall mal an und ziehen einfach mal eine Reihe von 8 Fundamenten in eine Richtung. Das sind jetzt 4, 5, 6, 7 und Nummer 8. Und das Ganze machen wir in diese Richtung auch nochmal. 7 und Nummer 8. Und nochmal in die Richtung. Dann müssen wir wohl die Kiste gleich mal ein bisschen wegnehmen, aber das passt schon. 2, 7, 8 und noch einmal hier hoch. 1, 2, 3. So, dann haben wir es einmal zugemacht. Das Ganze sieht dann einmal so aus. Das heißt, wir haben hier in der Mitte eben einen großen Platz, wo dann unsere Dinos stehen. Beziehungsweise stehen unsere Dinos nachher hier drauf, eben auf diesem Holz. Was wir jetzt mal als nächstes machen, ist folgendes. Wir werden jetzt einfach mal 2 Fundamente wieder entfernen, weil wir noch ein Tor hinbauen. Und dafür zählen wir einfach mal ab. 2, 3, 4. Das heißt, dieses Ding kommt auf jeden Fall schon mal weg. Damit das Ganze symmetrisch ist, kommt das Fundament daneben auch einmal weg. Einfach mal wegreißen oder aufheben, je nachdem, ob ihr mit S plus spielt. Oder nicht. Was wir dann auf jeden Fall machen können, wir können uns mal eben hier ein Fundament platzieren und darauf werden wir eben eine Leiter platzieren. Das Fundament platzieren wir einmal folgendermaßen. Wir nehmen das mal eben hier mit weg, beziehungsweise versuchen wir das mal eben gerade aufzusetzen, indem wir einfach mal hier rangehen. Genau, wir machen das mal folgendermaßen. Wir platzieren das Fundament mal folgendermaßen. Wir bauen eben nochmal eins hier ran, gehen nochmal eben ein paar zurück und dann nehmen wir die einfach nochmal weg. Wir können die ja dann aufnehmen, egal ob wir mit S Plus spielen oder nicht, aber dann ist das eben auf jeden Fall auch gerade und dann setzen wir eben eine Leiter hier drauf. Wir brauchen das Ganze, um das Steintor oder das Dino-Tor perfekt zu platzieren. Genau, so haben wir schon mal die Leiter da. Und als nächstes machen wir dann das Dino-Tor. So, und wir machen das dann folgendermaßen. Wir gehen einfach hier in die Leiter und wählen dann das Dino-Tor aus und ziehen die Maus ein bisschen zurück, beziehungsweise den Stick, mit dem wir das Ganze auswählen, gehen dann wieder runter von der Leiter und können dann das Tor perfekt platzieren, gucken ein bisschen drauf, dass es links und rechts in etwa gleich ist und können es dann einfach setzen. Dass wir die Maus runterziehen, während wir auf der Leiter sind, ist sehr, sehr wichtig, weil wir sonst zu weit weg wären, wenn wir einfach runtergehen würden. Das heißt, von hier aus könnten wir das Tor gar nicht platzieren. Dann würde es immer so ein Geräusch geben, das würde uns blockieren. Und natürlich, wenn wir runtergehen und dann die Maus bewegen, haben wir wieder diesen ganzen freien Kram. Das heißt, wir sind nicht in einer Linie und dann würde das ganze Tor wieder schräg werden. Wir setzen einfach auch mal das Tor mit rein und dann passt das auf jeden Fall schon mal. Falls sich das Video jetzt so ein bisschen durchrushen sollte, beziehungsweise es für euch so anfühlt. Es sei dazu gesagt, dass ich das Video gerade schon 40 Minuten lang aufgenommen habe und schon fertig war. Allerdings hatte ich meinen Sound gemutet, sodass ihr mich natürlich gar nicht im Video hören könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt keine Experten im Lippenlesen seid, bringt euch das Video gar nichts. Als nächstes können wir dann mal die Holz-Sound-Fundamente nehmen und die platzieren wir einmal hier an allen Ecken, also an allen 4 Ecken, die wir haben. Wir wollen dann nämlich darauf die Steinpiller platzieren, also die Steinpfeiler. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was passiert, wenn wir das Ganze vorher nicht machen. Dann haben wir nämlich folgendes Problem, dass wir die Pillar nur in der Mitte platzieren können oder in der Mitte außen. Wir wollen sie aber direkt auf die Ecke setzen und das können wir nur, wenn wir da vorher eben so eine Zaun Foundation hinpacken. Allerdings sei dazu gesagt, die Zaun Foundation solltet ihr nicht abreißen, weil sonst passiert einfach das und euer Pillar fliegt euch um die Ohren. Deswegen einfach nochmal die Zaun Foundation hier hinsetzen, Pillar oben drauf und alles ist gut. Das einmal ringsherum, nochmal die letzte Ecke und dann können wir einmal die Pillar nochmal raufsetzen. Immer schön auf die Ecken. Hier hinten auch nochmal und gegenüber müssen wir das Ganze auch noch einmal machen. Das Ganze sieht dann schon mal so aus und als nächstes hauen wir dann die Holzpfeiler oben drauf und das Ganze eben auch auf jeder Ecke. Einmal hier, gegenüber nochmal und einmal zu guter Letzt auf der anderen Seite. Das Ganze sieht dann nochmal folgendermaßen aus. Als nächstes schnappen wir uns mal die Steinzäune und setzen die einmal ringsrum hier auf die Fundamente aus Holz und passen dabei auf, dass sie eben immer gleich hoch sind. Also nicht so wie hier, das nehmen wir einmal wieder auf und setzen dann nochmal einen neuen hin. Also es ist wichtig, dass wir da immer eine Höhe haben. Und das machen wir einmal ringsrum und das kommt auch nur in der Höhe von 1. Falls sich das Ding mal ein bisschen nach unten bewegt, also das nicht auf einer Höhe ist, könnt ihr einfach Q drücken und dann könnt ihr das Objekt ein bisschen drehen und dann kommt ihr auch auf eine Höhe mit dem anderen Steinzaun.
So, und zu guter Letzt nochmal hier eingesetzt und das Ganze sieht dann schon mal so aus. Also einfach nur eine Reihe lang ziehen, nichts darüber bauen und dann machen wir weiter mit den Holzzäunen. Die Holzzäune werden einmal da oben drauf platziert, allerdings ist hier das Ding, dass wir da drei in der Höhe platzieren, sodass wir dann quasi, ich zeige es euch gleich einmal, abschließen mit dem obersten Pillar. Also so sieht das Ganze dann schon mal aus. Wir schließen oben ab mit dem Pillar und das machen wir jetzt einmal ringsrum, das heißt immer drei in der Höhe und einmal komplett rum um den Kasten. So, wir ziehen nochmal die letzten Zaunfundamente einmal rein, beziehungsweise das, was ist denn das, Holzgeländer, so ist es richtig. Und das Ganze sieht dann einmal so aus, das heißt wir sind wirklich einmal komplett rum, immer drei hoch. Und so habt ihr dann schon mal ein schönes Gehege für eure Dinos. Was jetzt noch fehlt, sind Rampen, damit die Dinos eben auch hier hochkommen. Und zwar setzen wir die immer hier vorne dran, damit die Dinos hochlaufen können. Und ganz wichtig ist jetzt folgendes, dass ihr eingestellt habt, dass ihr innen Strukturen bauen könnt, weil sonst habt ihr folgendes Problem, dann werdet ihr hier keine Rampe bauen können, sondern erst hier. Und dann habt ihr einfach so eine hässliche Lücke. Ich blende euch mal einen Screenshot ein, wie es im Singleplayer aussieht, wie ihr das Ganze aktivieren könnt. Und auf dem Server ist es dann ähnlich, falls ihr einen eigenen Server habt, da habt ihr auch die Einstellung, dass ihr es eben einstellen könnt. Dann ist es euch auf jeden Fall möglich, dass ihr da die Touren ineinander platzieren könnt und so habt ihr dann eben... Ihr müsst natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass ihr jetzt nicht zu schnell klickt. Ich lasse die jetzt einfach mal darin, die Struktur. Wenn ihr mit S Plus spielt, könnt ihr mit der Demo Gun einfach das Ding wieder wegschießen. Dann müsst ihr einfach oben drauf sehen, dann ist es weg. Nicht hier durchschießen. Habe ich gestern versucht auf dem Server, funktioniert nicht. Auf jeden Fall einfach weiter durchziehen. Ihr habt dann eben diese schöne Kante hier drin, wo die Dinos auch hochlaufen können. Und dann passt das alles. Das machen wir auf jeden Fall einmal ringsrum. Und nochmal die letzte Rampe setzen. Und so habt ihr dann schon mal die Rampen. Das heißt, eure Dinos können jetzt hier problemlos hoch und runter laufen. Und es sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Was wir jetzt noch machen, ist folgendes. Natürlich brauchen wir noch so ein bisschen Stellplätze für unsere Dinos. Und die richten wir einmal ein. Ich habe das bei uns auf dem Server folgendermaßen gemacht. Hier vorne habe ich eine kleine Box und hier baue ich dann einfach nichts mehr hin, sondern erst wieder hier. Ich zeige euch das einmal, damit ihr eben hier einen größeren Platz habt und wenn ihr hier irgendwas hinbauen würdet, würdet ihr irgendwie hier Platz verschwenden, also es würde irgendwie keinen Sinn machen. Das ist, glaube ich, die beste Lösung, die man so haben kann. Ziehen einfach mal einmal ringsrum, wo wir immer einen Zaun hinsetzen können, die Zäune hin und lassen hier einfach wieder so einen Platz aus, damit wir wieder eine große Lücke haben und machen dann weiter, sodass wir ganz viele Stellplätze kriegen für unsere Dinos. Und wenn ihr dann fertig seid, sieht das Ganze eben so aus. Also ihr habt lauter Stellplätze für eure Dinos. Hier in diesem Stellplatz haben wir bei uns immer ein Argentavis drin stehend oder größere Dinos. Und hier dann eben die etwas kleineren. Ihr könnt diesen Bereich aber eben auch nutzen, um hier zum Beispiel einen Futtertrog hinzustellen oder eine Werkbank und einen Ofen, so wie wir das auf dem Server haben. Einfach, weil wir noch keine Base haben. Und den Futtertrog stellen wir einfach mal da oben hin. Den könnt ihr einfach hier oben zum Beispiel hinstellen, wenn ihr den Platz nicht benutzen wollt. Das ist ja gar kein Problem, das ist ja genügend Platz. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr mit S Plus spielt, kommen da auf jeden Fall alle Dinos ran. Wenn nicht, bin ich mir nicht so sicher. Falls es nicht der Fall sein sollte, müsst ihr einfach ein paar mehr hier hinstellen. Wie das Ganze eben aussieht, wenn da Dinos drin stehen, würde ich euch eben nochmal auf unserem Server zeigen. Dafür wechseln wir einmal kurz auf unseren Server. So, wir sind dann einmal bei uns auf dem Server und da haben wir eigentlich das identische Gehege aufgebaut. Also mit exakt denselben Maßen wie eben auch bei uns im Singleplayer, wie ich euch das gezeigt habe. Und so sieht das Ganze dann eben aus, wenn da auch ein paar Dinos drin stehen. Hier haben wir noch unseren Klaus, den wunderschönen Tech-Raptor, den wir im Stream gezähmt haben. Und einen Argentavis, wie gesagt, den wir hier hinstellen. Und ihr könnt den Argentavis entweder so hinstellen oder eben auch so. Das kommt darauf an, ob ihr mit Classic Flyers eben spielt, weil dann könnt ihr auch mit dem Argentavis vorwärts und rückwärts gehen im Moonwalk. Dann könnt ihr den nämlich auch rückwärts einparken. Muss man selber wissen, ob man die immer so schön reinstellen möchte, akkurat. Aber auf jeden Fall passen hier einige Dinos hin. Unser Dödi steht hier eben auch. Oder auch ein Iguanodon passt hier rein. Also da kriegt ihr auf jeden Fall einige Dinos mit weggestellt. Und wir haben eben hier eine Werkbank und einen Ofen stehen. Einfach weil wir noch keine richtige Base haben. Beziehungsweise haben wir noch kein richtiges Haus. Also eigentlich gar keins. Wir sind erst auf dem Server umgezogen. Aber so sieht das Ganze eben aus, wenn es befüllt ist mit Dinos. Ich zeige es euch nochmal von außen. Da gucken natürlich ein bisschen die Hinterteile hier raus. Ist aber auch nicht so tragisch. Ist halt so. Kann man nicht wirklich ändern. Es sei denn, man macht die Box halt insgesamt ein bisschen größer. Aber so passt ist auf jeden Fall. Und das Gute ist eben an dem Gehege, dass ihr es wunderschön anpassen könnt. Also ihr könnt es so groß machen, wie ihr wollt. Und ihr könnt natürlich auch irgendwann ein viel größeres Tor hier reinziehen, damit auch andere Dinos noch reinpassen. Und das ist im Prinzip das Gehege. Ihr könnt das natürlich auch noch mit dem Basebau-Tutorial verbinden, was ich auch gemacht habe. Verlinke ich euch mal oben. Dann könnt ihr nämlich das Gehege direkt an die Base mit ranbauen und könnt euch noch einen Zugang schaffen vom Haus ins Gehege, sodass ihr auch nicht außen rumlaufen müsst. Bei uns wird es jetzt dunkel auf dem Server und ich würde sagen, das war soweit das Video. Ich hoffe, es war trotzdem hilfreich. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen durchgerusht heute, weil ich es wie gesagt schon einmal aufgenommen habe ohne Ton. Aber es sollte trotzdem hilfreich gewesen sein. Ich habe soweit alle Informationen erwähnt, die ihr wissen müsst. Und ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, kannst du natürlich einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne den Kanal abonnieren. Wie gesagt, wenn du noch weitere
ARK-Anfänger-Guides bzw. Baututorials sehen willst, da wird auf jeden Fall noch mehr kommen und es gibt ja auch schon einiges auf dem Kanal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und ciao.